Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggle66, Stunde der Wahrheit. Heute fangen wir an in der sechsten Lesung, oder besser gesagt in dem sechsten Teil, und das ist damit dann die fünfte Lesung dieses Buches, der Priesterverkürzung und Volksgemeinschaft aus romkirchlichen Archiven. Nun, ich lese ja im Augenblick aus dem PDF und habe ja damals das Buch, das physische gelesen, das ich hier auch vor mir habe, wo ich jetzt die Lesung auch draus mache. Das ist ein bisschen leichter noch zu lesen. Die Frakturschrift in dem Büchlein ist ein bisschen kleiner. Ich hatte mir damals in diesem Kapitel, auf Seite 31 fängt das an, in jedem Pfäfflein steckt ein Päpstlein, bereits hingeschrieben, das muss gelesen werden. Und wir sind heute auf Seite, lass mich mal eben schauen, Seite 44 in dem Buch, wo wir weitermachen, Seite 46 in dem PDF. Und ich hatte da noch gesehen, dass ich mir da auch Noten genommen hatte. Nämlich auf Seite 45 oben habe ich doppelt angestrichen, da muss ich eine Lesung von machen. Ja, und da kommen wir dann ja heute hin. Jetzt habe ich auch das Buch hier nebenbei, dass ich mir die Noten dann anschauen kann zwischendurch. Und ich finde es wirklich ein unglaublich interessantes Buch, wenn man weiß, welche Stellung die römisch-katholische Kirche dem Priester hier gibt. Weil da müssen wir mal ganz deutlich so sehen. Es ist ja nicht nur die ganze Trinitätsfalschlehre und dass Maria immer als Mutter Gottes genannt wird, sondern es ist ja überhaupt auch, dass hier im Grunde die römisch-katholische Kirche jeden Priester zum Gott erhebt. Ja, und da fällt mir im Grunde nur ein, ja, sollte Gott gesagt haben? Nein, ihr werdet mitnichten sterben, wenn ihr von dieser Frucht esst. Ihr werdet Gut und Böse erkennen und ihr werdet sein wie Gott. Und das ist doch genau das, was die römisch-katholische Kirche hier mit diesem Thema in jedem Pfäfflein steckt, ein Päpstlein und den Papst zum Gott erheben und damit jeden Pfaffen zum Gott erheben, was die römisch-katholische Kirche damit macht. So, und wenn wir uns da jetzt bewusst von sind und das unter dieser Erkenntnis weiterlesen, dann wird es, glaube ich, richtig interessant. Also, wir fangen mit dem nächsten Zitat an auf Seite 44. Da steht hier: In der Schildwache, ein wahrscheinlich sehr interessantes Pamphlet, nenne ich jetzt mal, und das ist ja nicht negativ gemeint, oder Traktat, Nummer 50 aus 1931. Damals gab es ja wirklich noch sehr, sehr interessante Schriften Anfang des 20. Jahrhunderts, die ist also bis zum ersten Drittel, möchte ich mal meinen. Danach vielleicht ein bisschen weniger und danach, also nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil überhaupt nicht mehr. Könnt ihr ja mal probieren, solche Dinge wie die protestantischen Traktate festzukriegen, die es damals gab. Das gibt es ja heute alles gar nicht mehr. Jedenfalls in der Schildwache Nummer 50 von 1931 schreibt ein Priester, Zitat: Welch ein großartiges Wunder! Ausrufezeichen. Mitten unter uns leben und wirken Männer, deren Hand hinaufreicht bis zum Himmel, so dass sie die Gewalt haben, die Tore des Himmels zu öffnen und zu schließen. Mitten unter uns wirken Männer, deren Hand hinunterreicht bis zur Hölle, so dass sie die Gewalt haben, die Pforten der Hölle zu schließen oder offen zu halten. Mitten unter uns wirken Männer, die die Gewalt haben, den ewigen Gottessohn herabzurufen vom Himmel auf die Erde, vom Throne seiner Allmacht im Himmel auf den Altar, so dass er wahrhaft, wirklich und wesentlich mit Leib und Seele, Fleisch und Blut, Gottheit und Menschheit unter uns weilt in verborgener Gestalt. Mitten unter uns leben und wirken Männer, die die Gewalt haben, unsere Seelen mit Gott zu verbinden und in sie ein höheres, göttlicheres Leben hineinzulegen, so dass die Kinder Gottes, dass sie Kinder Gottes werden und Gott ihr wahrer Vater wird, gleichen Wesens wie sie. Mitten unter uns leben und wirken Männer, die die Gewalt haben, ihre hochgeweihten Hände auf unser Haupt zu legen. Und siehe da, die Kraft von oben, der Heilige Geist, geht in unsere Seele ein
und weiht die einen zu guten Streitern Christi und andere zu Priestern Christi. Diese mit solch ungeheurer Gewalt ausgestatteten Männer sind die katholischen Priester und Bischöfe. Wenn wir hingewiesen haben auf diese von Gott den Priestern übertragenen Gewalten, so ist auch damit das tiefste und eigentliche Wesen des katholischen Priestertums gekennzeichnet. Wir können nicht mehr, wir dürfen auch nicht weniger von ihm sagen. Dabei bleibt der Priester ein Mensch, bekleidet mit der menschlichen Natur, die zum Bösen geneigt, schwach und vollkommen ist, bei allen Menschen ohne Ausnahme. Ende Zitat. Die neueste Kundgebung über die Würde des Priestertums ist die Enzyklika von Antichristpapst Pius XI. Ad Catholici Sacerdotii vom 20. Dezember 1935. Sie ist besonders darum wichtig, weil oft gesagt wird, die überspannten Ansprüche der mittelalterlichen Kirche seien modernen Auffassungen gewichen und hätten heute höchstens noch geschichtlichen, aber keinen praktischen Wert mehr. Das Rundschreiben über das katholische Priestertum belehrt uns jedoch darüber, dass beides, Auffassung und Anspruch, sich in nichts geändert haben. Die römisch-katholische Kirche ist eben semper eadem unveränderlich. Einige Sätze werden das beweisen. Und jetzt kommt ein Zitat aus einigen Sätzen dieses Enzyklikals, wo ich halt auch im Buch damals geschrieben habe, da muss ich eine Lesung von machen. Und diese Lesung kommt dann jetzt. Ich werde übrigens auch gleich mal eben schauen, ob ich das Enzyklikum online finde. Da kann ich euch da sogar einen Original-Link mit beimachen. Warte, ich schau mal eben nach. So, und 20 Sekunden später habe ich es gefunden auf katpedia.com. Und den Link werde ich euch auch in das Video hier in die Beschreibung mit einarbeiten. Das heißt also Ad Catholici Sacerdotii aus dem Wortlaus. Eine Enzyklika von Papst Pius XI. Anlässlich seines 56. Priesterjubiläums an die Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe, Bischöfe und alle anderen Ordinarien, die im Frieden und in Vereinigung mit dem apostolischen Stuhl leben, über das katholische Priestertum. Alle Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe, Bischöfe und andere Ordinarien oder auch normale Menschen, die nicht in Frieden und Vereinigung mit der apostolischen Stuhl leben, für die gilt das also nicht. Kann man auch draus verstehen. So, und interessant ist, wenn man hier sieht, auf Seite 1 steht hier bereits Gegenstand des Rundschreibens, das Priestertum scheint uns jedoch ein Gegenstand von so großer und allgemeiner Bedeutung zu sein, dass wir darüber noch ausdrücklicher in unserem Rundschreiben handeln wollen. Denn nicht nur jene, die schon das unschätzbare Geschenk des Glaubens besitzen, sollen die Erhabenheit des katholischen Priestertums und seine providentielle Sendung in die Welt erkennen, sondern auch alle jene, die mit ehrlichem und aufrichtigem Herzen die Wahrheit suchen. Dann bin ich nicht in der römisch-katholischen Kirche, aber gut, das ist was anderes. Vor allem aber, fährt der letzte Satz hier in diesem Gegenstand des Rundschreibens fort, vor allem aber sollen jene die Größe des Priestertums erkennen und schätzen, die zu ihm berufen sind. Und wie gesagt, ihr könnt euch das dann antun, das Ganze zu lesen. Das sind etliche Seiten, also wenn ich hier runter scrolle, ist ganz schön lang, diese Seite. Also ist natürlich eine Webseite, wo man das hier finden kann. Und das ist eben auch das Schöne, dass die katholische Kirche im Grunde diese ganzen Dinge veröffentlicht. Und jetzt wollen wir mal sehen, was hat uns der Autor aus dieser Enzyklika, wie heißt denn das überhaupt? Enzyklika. Also, was hat der Autor uns aus dieser Enzyklika rausgesucht? Und bevor ich das mache, werde ich jetzt noch mal eben ein kleines bisschen Untersuchung betreiben und werde einfach mal, so wie er das hier schreibt, zwei, drei Wörter in die Suchfunktion auf dieser Seite eingeben und dann mal sehen, ob das, was hier in dem Buch geschrieben ist, eben auch heute online noch zu finden ist. Wir schauen mal eben. Moment. Ja, und das finde ich eigentlich so das Interessante. Ich lese also jetzt hier die
Frakturschrift im Augenblick hier in dem Büchlein, das ich vor mir habe, weil mein PDF überliegt das auf dem Internet. Also ich lese jetzt eben aus dem Büchlein. Und das Zitat hier von dem Autoren fängt an: Der Priester ist, wie man mit voller Berechtigung zu sagen pflegt, in der Tat ein, zwischen Anführungszeichen, ein zweiter Christus. Und genau das steht hier unter Punkt 16 eben auch auf dem Online-Ding. Ja, der Priester ist, wie man mit voller Berechtigung zu sagen pflegt, in der Tat ein zwischen Anführungszeichen zweiter Christus, weil er in gewisser Weise Jesus Christus selbst fortsetzt. So, also das jetzt nochmal eben zum Beweis, das, was der Autor hier schreibt, hat Hand und Fuß. Das ist dokumentiert, das kann man heute im Internet aufrufen. Deswegen mache ich euch den Link dazu und ihr könnt es nachschauen. Und ihr werdet verstehen, dass es hier nicht von mir darum geht, irgendwelche bigotten antikatholischen Aussagen zu streuen oder irgendwie die römisch-katholische Kirche zu verunglimpfen, sondern ich nehme hier das, was sie selber sagen, das hat Hand und Fuß. Und man muss das eben dann bitteschön an der Bibel halten. Das ist ja das, was ich immer sage. Und das finde ich so spannend. Ich meine, ich habe das jetzt auch nicht geübt. Ich dachte, komm, ich mache das eben mal. Und dann muss ich halt mal kurz die Lesung unterbrechen, im Internet nachschauen, aber ganz schnell gefunden. Und ich finde das dann sehr schön, wenn wir das dann heute auch noch so im Internet zum Beispiel wiederfinden. Also, jetzt lese ich aber weiter aus dem Büchlein fort und das die Enzyklika, nicht das, die Enzyklika, so finde ich das auch das Wort. Die Enzyklika könnt ihr dann später selber euch in Ruhe anschauen und mal, wenn ihr wollt, gerne ganz durchlesen. Also. Der Priester ist, wie man mit voller Berechtigung zu sagen pflegt, in der Tat ein zweiter Christus, zwischen Anführungszeichen, wie gesagt, weil er in gewisser Weise Jesus Christus selbst fortsetzt. Daraus erhält die unaussprechliche Güte des menschlichen Priesters, der Gewalt selbst über den Leib Jesu Christi hat, fast bei jedem entscheidungsvollen Schritt seines Erdenweges findet der Christ an seiner Seite den Priester, bereit, mit ihm mit der von Gott verliehenen Vollmacht jene Gnade mitzuteilen oder zu vermehren, die das übernatürliche Leben der Seele ist. So ist der Priester von der Wiege bis zum Grabe, ja, bis zum Himmel an der Seite der Gläubigen. Als Führer und Tröster, Diener des Heiles, Ausspender von Gnaden und Segnungen. Jedoch unter allen diesen Vollmachten, die der Priester über den mystischen Leib Christi zum Segen der Gläubigen besitzt, befindet sich eine, bei der wir uns nicht mit dem einfachen, obigen Hinweis begnügen können. Wir meinen die Vollmacht, die Gott nach einem Wort des heiligen Johannes Chrysostomus, also heilig ist natürlich hier wieder zwischen Anführungszeichen, weil es geht hier um einen Katholiken, das ist ja auch eine Aussage eines Priesters hier, oder besser gesagt, des Hohepriesters, also aus dem Enzyklika des Papstes. Wir meinen die Vollmacht, die Gott nach einem Wort des zwischen Anführungszeichen, füge ich dann hinzu, heiligen Johannes Chrysostomus, weder Engeln noch Erzengeln verlieh, die Gewalt der Sündenvergebung. Zitat: Welchen ihr die Sünden nachlasset, denen sind sie nachgelassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ende Zitat. Eine staunenerregende Vollmacht, die nur Gott zukommt, so dass menschlicher Stolz selbst nicht begreifen konnte, dass es möglich sei, sie Menschen mitzuteilen. Wer kann Sünden nachlassen als Gott allein? Und wenn wir sie von einem gewöhnlichen Menschen ausgeübt sehen, da fragen wir uns mit Recht, nicht in pharisäischem Ärgernis, sondern in ehrfürchtigem Staunen vor so großer Würde, wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergibt? Zu Füßen eines Menschen haben wir uns befunden, der Christi Stelle vertrat. Wir standen dort, um Freiheit und Gotteskindschaft zu erlangen. Wenn die Welt auf der abschüssigen Bahn des Irrtums und des Lasters nicht noch tiefer abgeglitten ist, so schuldet sie das dem Licht der christlichen Wahrheit, das immer noch in die Welt hineinstrahlt. Nun wohl, diesen ihren Dienst am Worte übt die Kirche durch die Priester aus.
Alle Wohltaten, welche die christliche Kultur in die Welt gebracht hat, sind wenigstens in ihrer Wurzel dem Wort und Wirken des katholischen Priesters zu verdanken. Also, wenn euch bis jetzt bei diesem Vorlesen dieses Enzyklika noch nicht schlecht geworden ist, dann spätestens jetzt. Na? Alle Wohltaten, welche die, und wir müssen ja anstatt christliche hier im Grunde katholische Natur sagen, in die Welt gebracht hat, sind wenigstens in ihrer Wurzel dem Wort und Wirken des katholischen Priesters zu verdanken. Also, wie gesagt, ich kann nicht jeden einzelnen Satz hier kommentieren, aber der ist schon ziemlich heftig, wenn man wahres Bibelverständnis hat und nicht so sehr sich zulässt oder verlässt auf das, was die römisch-katholische Kirche sagt. Aber es ist halt ein Enzyklikal, muss man eben so akzeptieren im Moment. Weiter geht's. Wer kann sagen, wie viele Strafen das Gebet des Priesters von der treulosen Menschheit fernhält und wie viele Wohltaten es ihr beständig erwirkt? In Wahrheit, mitten zwischen Gott und Menschen steht der Priester. Mensch, entschuldige bitte mal, nein. In Wahrheit, mitten zwischen Gott und Menschen steht Jesus Christus als einziger Vermittler zwischen Menschen und Gott und nicht der Priester. Na, nur mal ebenso eingefügt. Weiter geht's. Gottes Wohltaten bringt er, also der Priester, zu uns herab. Unsere Bitten trägt er, also der Priester, zu ihm empor und versöhnt den Herrn in seinem Zorn. Die Unwürdigkeit des Trägers macht keineswegs die Ausübung des Amtes ungültig. Die Unwürdigkeit des Spenders berührt nicht die Gültigkeit der Sakramente. Da Gott Geist ist, scheint es angebracht, dass ein jeder, der sich seinem Dienste widmet und weiht, sich auch in gewisser Weise von seinem Leib freimache, also Ehelosigkeit. Mit freudigem Trost im Vaterherzen schauen wir auf unsere Brüder und unsere geliebten Söhne, die Bischöfe und Priester. Wie eine eiserne Truppe sind sie stets bereit, auf den Ruf des Führers hin an alle Fronten des ungeheuren Kampffeldes zu eilen, um dort die friedenbringenden, aber doch harten Kämpfe der Wahrheit gegen den Irrtum, des Lichts gegen die Finsternis, des Reiches Gottes gegen das Reich des Teufels zu führen. Aber diese Eigenschaft des katholischen Priestertums, eine bewegliche und tapfere Streiterschar zu sein, bringt mit sich die Notwendigkeit eines Geistes der Disziplin oder, um es mit einem sehr christlichen Worte auszudrücken, die Notwendigkeit des Gehorsams, die alle die verschiedenen Grade der katholischen Hierarchie so schön miteinander verbindet. Der Gehorsam soll also immer mehr die verschiedenen Glieder der kirchlichen Hierarchie untereinander und mit dem Haupte verbinden und so, Entschuldigung, und so die streitende Kirche den Feinden Gottes wahrer furchtbar machen, wie ein gut geordnetes Schlachtheer. Der Priester soll in gesunder Weise modern sein, wie es die Kirche ist, die alle Zeiten und Länder umspannt und sich allen anpasst, die alle gesunden Anregungen segnet und fördert und sich auch nicht fürchtet vor den kühnsten Fortschritten der Wissenschaft, wenn sie nur wahre Wissenschaft ist. Hier muss ich kurz stoppen mit dem Lesen. Den letzten Satz nochmal. Der Priester soll in gesunder Weise modern sein, wie es die Kirche ist, die alle Zeiten und Länder umspannt, ja, sie ist eben katholisch, universal, und sich allen anpasst, die alle gesunden Anregungen segnet. Die Kirche passt sich allen an, dann ist sie ja sehr flexibel, ne? Die Kirche ist aber nicht flexibel. Es ist ihr Way oder the Highway, wie man so schön im Englischen sagt. Also, konvertiere oder stirb. Ja? Entweder ist es der Weg der römisch-katholischen Kirche oder aber es ist Exkommunikation. Also, in dieser Enzyklika sagt der Papst natürlich, die Kirche, die sich allen Zeiten und die sich allen Zeiten
die alle Zeiten und Länder umspannt und sich allen anpasst, ne, sie passt sich überhaupt nichts an. Ne? Also das müssen wir noch mal eben ganz deutlich so hier als falsche katholische Lehre rausstellen. Aber dann geht es ja weiter. Also, der Priester soll in gesunder Weise modern sein, wie es die Kirche ist, die alle Zeiten und Länder umspannt und sich allen anpasst, die alle gesunden Anregungen segnet und fördert und sich auch nicht fürchtet vor den kühnsten Fortschritten der Wissenschaft, wenn sie nur wahre Wissenschaft ist. Was ist denn in den Augen der römisch-katholischen Kirche wahre Wissenschaft? Die Wissenschaft, die in der Kirche beschrieben steht als Wissenschaft so genannt. Science so called heißt es im Englischen. Ja? Das ist die Wissenschaft nach der römisch-katholischen Kirche. Das ist die Wahrheit nach der römisch-katholischen Kirche. Das ist nicht Wissenschaft, die auf der Bibel beruht, und das ist nicht Wahrheit, die auf der Bibel beruht. Ja? Der Priester soll in gesunder Weise modern sein, wie es die Kirche ist, und die alle gebundenen Anregungen segnet und fördert und sich auch nicht fürchtet vor den kühnsten Fortschritten der Wissenschaft. Sie steht hinter diesen kühnsten Fortschritten der Wissenschaft. Sie ist der Initiator dieser kühnsten Fortschritte der Wissenschaft, weil das, was wir in dieser Welt als Wissenschaft bezeichnen, ist im Grunde teuflische Antiwissenschaft. Und die kommt eben vom Teufel, hat nichts mit wahrer Wissenschaft zu tun. Michael hat da eine sehr interessante Serie gemacht, die ich leider selber nicht allzu viel geguckt habe. Bis jetzt zumindest, vielleicht finde ich da jemals die Zeit, so sind schon über 100 Folgen. Science is the new religion. Wissenschaft ist die neue Religion. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man in dem, was die römisch-katholische Kirche als Wissenschaft benennt, dass das alles heidnischen Ursprungs ist. Na? Und da hat Michael eine sehr gute Arbeit gemacht, halt nur in Englisch. Ob er das in Deutsch macht, das weiß ich nicht. Aber diejenigen, die Englisch können, können sich das auf dem Kanal von MK2007AL ansehen. Science is the new religion. Ja? Die Kirche fürchtet sich auch nicht vor den kühnsten Fortschritten der Wissenschaft, wenn sie nur wahre Wissenschaft ist. Wenn man schaut, das ist Papstsprache. Ja? Und da das Papstsprache ist, muss man verstehen, was hier eigentlich gesagt wird. Vor allen Dingen, wenn ich es gegen die Bibel halte. Was steht denn dann hier? Hier steht, die Kirche segnet und fördert und fürchtet sich auch nicht vor den kühnsten Fortschritten der Wissenschaft, die sie unterstützt. Die Wissenschaft, die aus ihr herauskommt. Die Wissenschaft, die von ihr ist. Ja? Es geht hier nicht um wahre biblische Wissenschaft oder bibelfundierte Wissenschaft, sondern es geht hier um die Wissenschaft dieser Welt, die eben Pseudowissenschaft ist. Wenn sie nur wahre Wissenschaft ist, das heißt, hier bestimmt die Kirche, was wahre Wissenschaft ist. Und wahre Wissenschaft folgens der Kirche des Teufels ist nicht Wissenschaft, die konform der Bibel oder auf der Bibel basiert ist. Und so muss man dieses Enzyklikal hier natürlich verstehen. Ich hoffe, ich habe euch damit ein wenig geholfen, weil ansonsten liest sich der Satz ja toll. Die Kirche fürchtet sich auch nicht vor den kühnsten Fortschritten der Wissenschaft, wenn sie nur wahre Wissenschaft ist. Und wahre Wissenschaft ist nur die, die die römisch-katholische Kirche unterstützt. Alles, was gegen die Wissenschaft der römisch-katholischen Kirche geht, ist ihrer Meinung nach Pseudowissenschaft. Und das haben wir ja nun gerade ganz deutlich gesehen in dieser ganzen Virus-Agenda und C-Agenda, die da die letzten Jahre hier rumgeistert auf dieser Welt. Das wird ja voll von der römisch-katholischen Kirche unterstützt. Ja, also wer bis jetzt immer noch dachte, dass das alles so ist, wie das ist, der sollte vielleicht mal umdenken und sollte vielleicht mal die Ursprünge sich davon anschauen. Dafür hilft auch ein bisschen die Sendung, die ich gemacht habe, Impfquisition. Da gehen wir ja auch ein bisschen in die Geschichte und religiösen Hintergründe von Impfen und all diesen ganzen Dingen ein. Aber das könnt ihr euch dann ja anschauen. Also,
Der Satz, der hier in dem Enzyklikal steht, ja, dass die Kirche sich nicht fürchtet vor den kühnsten Fortschritten der Wissenschaft, wenn sie nur wahre Wissenschaft ist, muss man eben bedenken, wer bestimmt denn bitte schön, was wahre Wissenschaft ist und was nicht wahre Wissenschaft ist? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht weiter in dem Enzyklikal und da steht, immer zeichnet sich der katholische Klerus auf allen Gebieten des menschlichen Wissens aus. Ja, es gab Zeiten, da trat er so an die Spitze der Wissenschaft, dass Kleriker gleichbedeutend wurde mit Gelehrter, damit die künftigen Priester jenes zeitgemäße Wissen besitzen, wie wir oben angeführt haben, damit die künftigen Priester jenes zeitgemäße Wissen besitzen, ist es von höchster Bedeutung, dass sie nach einer gründlichen Ausbildung in den klassischen Studien auch gut in der scholastischen Philosophie nach Art, Lehre und Grundsätzen des Doctor Angelicus, also der engelhafte Lehrer, das heißt solche Doktoren der römisch-katholischen Kirche, wie zum Beispiel Thomas von Aquin, unterrichtet und geübt werden. So, jetzt sagt der Autor mit deutlicheren, kürzeren Worten das, was ich in 5 Minuten Kommentar versucht habe zu sagen. Damit die künftigen Priester jenes zeitgemäße Wissen besitzen, ist es von höchster Bedeutung, dass sie nach einer gründlichen Ausbildung in den klassischen Studien, die keine Bibelstudien beinhalten übrigens, auch gut in der scholastischen Philosophie nach Art, Lehre und Grundsätzen des Doktor Angelicus unterrichtet und geübt werden. Also mit anderen Worten, alles Ausbildung auf Basis des Gnostizismus, alle Ausbildung auf Basis dessen, was römisch-katholische Tradition ist, was das Wissen und das Lehren von Menschen angeht, Ratio Studiorum hoch 2 nenne ich es mal. Ja? Diese Philosophia perennis, also ewige Philosophie, fährt hier das Enzyklikum fort, wie sie unser großer Vorgänger Antichrist Leo der 13. genannt hat, ist ihnen nicht nur für die Vertiefung des Dogmas nötig, sondern bewahrt sie auch wirksam gegen alle Arten moderner Irrtümer. Ja? Irrtümer, Syllabus der Fehler, Syllabus der Irrtümer von Papst Pius dem 9. Zitat, sie befähigt ihren Geist, das Wahre vom Falschen genau zu unterscheiden und verleiht ihnen in den verschiedensten Fragen oder späteren Studien eine Klarheit des Denkens, die dem anderer, die diese philosophische Schulung nicht erhalten haben, weit überlegen ist, auch wenn diese mit einem ausgedehnten Einzelwissen ausgerüstet sind. Ende Zitat. Also das finde ich ein unglaublich wichtiges Enzyklikum oder Enzyklikal oder ja, Enzyklikal. Vor allen Dingen, wenn man sich das hier durchliest, was wir gerade eben durchgelesen haben. Die ganze Studie der scholastischen Philosophie nach Art und Lehre von unter anderem engelhaften Lehrern wie Thomas von Aquin, also Menschen, ja, befähigt jemanden, diese Dinge zu tun. Ja, befähigt jemanden, oder wie es hier steht, sie befähigt ihren Geist, das Wahre vom Falschen genau zu unterscheiden. Nicht die Studie der Bibel, nicht die Studie des Wesens und des Geistes und des Charakters unseres Herrn Gottes Yahweh, sondern das Studium der Menschen, Philosophie. Die römisch-katholische Kirche baut nichts, gar nichts auf der Bibel auf. Deswegen werden auch in Priesterseminaren die Menschen nicht in der Bibel geschult, sondern sie werden geschult in der sogenannten, wie es hier heißt, klassischen Studie, in der scholastischen Philosophie, nach Art und Lehre der Doktoren der römisch-katholischen Kirche, wie zum Beispiel Thomas von Aquin, zwischen Anführungszeichen Summa Theologica, sein fünfbändiges Werk aus dem 13. Jahrhundert. Da geht es drum. Die Bibel wird hier mit keinem Wort erwähnt.
Und diese Studien befähigt den Geist, das Wahre vom Falschen genau zu unterscheiden. Wenn ich aber die Bibel nicht kenne, wie kann ich denn das Wahre vom Falschen unterscheiden? Ich nehme die Unterscheidung von dem, was der Mensch mir vorgibt. Und wie sagen das die Jesuiten so schön? Wenn mein Vorgesetzter mir sagt, schwarz ist weiß, dann ist für mich schwarz-weiß. Und weiß-schwarz. Und verleiht ihnen in den verschiedensten Fragen oder späteren Studien eine Klarheit des Denkens, die dem anderer, die diese philosophische Schulung nicht erhalten haben, weit überlegen ist. Also das Studium des Menschen, die Philosophie, wie der Mensch zusammengesteckt ist, mehr oder weniger, ist wichtiger als das Studium der Bibel und Gottes und Geschichte und allem drum und dran. Ja? Auch wenn diese mit einem ausgedehnten Einzelwissen ausgerüstet sind. Das war ein Zitat aus dem Enzyklikum, das ich euch in dem Link des Videos mit beigemacht habe. Nun, diese Ausführungen des Papstes, fährt der Autor fort, fallen unter allen Umständen in das Gebiet der Unfehlbarkeit. Ja, weil eine Enzyklikal ist etwas, was ein Papst spricht, aus dem Dogma der römisch-katholischen Lehre ex cathedra, und von daher ist das unfehlbar gesprochen. Und Papst Pius XI. Hat ja gelebt nach 1870. Also der Unfehlbarkeitsverklärung der Päpste 1870 auf dem Ersten Vatikanischen Konzil durch Papst Pius IX. Ne? Und deswegen fällt eben auch dieses Enzyklikal, das eben danach entstanden ist, ganz deutlich unter oder in das Gebiet der Unfehlbarkeit. Er spricht hier nicht als Privatmann, sondern in Ausübung seines Amtes als Hirt und Lehrer aller Christen, also Katholiken. Nicht nur für einen Teil der katholischen Christenheit in irgendeinem Land. Denn das Priestertum ist als Garant päpstlicher Macht über die ganze Erde verbreitet. Die Priesterweihe als Sakrament ist aber auch unzweifelhaft eine Lehre, die den Glauben angeht. Es treffen also alle Erfordernisse zu für eine Entscheidung zwischen Anführungszeichen ex cathedra, welche die Unfehlbarkeit bedingen. Dies können auch ein halbes Dutzend der gewiegtesten Jesuiten nicht hinwegdisputieren. Was der Papst in diesem Rundschreiben verkündet, das ist von der katholischen Christenheit als unfehlbare Lehre zu glauben. Wer es nicht tut, ist dem Bann verfallen, also Exkommunikation. Pius XI. Hat also alles bestätigt, was bisher in der römischen Kirche über den Priester und seine übermenschliche Würde gesagt und geschrieben wurde. Der Priester ist Kraft seines Amtes herausgehoben aus der übrigen Menschheit. Wie hat George Orwell das genannt in Farm der Tiere? Alle Tiere sind gleich, aber manche Tiere sind gleicher als andere. Nicht wahr? Der Priester ist Kraft seines Amtes herausgehoben aus der übrigen Menschheit. Er wird national geschlechtslos. Er ist herausgehoben aus der Gemeinschaft und Verbundenheit des Volkes, das in seiner Gesamtheit ein lebendiger Ausdruck göttlichen Willens ist und daher eine privilegierte Sonderkaste göttlichen Machtanspruchs als Fremdkörper empfinden muss. Die Ahnung dieser Erkenntnis ist sogar einem der ihrigen, dem Rompriester Dr. Mönius, gekommen, als er in der katholischen Allgemeinen Rundschau vom 5. Juli 1930 schrieb, Zitat: Lecke nur gegen den Stachel. Rom bleibt germanisches Schicksal. Tiefer als du es ahnst, sitzt dieser Pfahl dir im Fleisch. Ende Zitat. Tiefer als du es ahnst, sitzt dieser Pfahl dir im Fleisch. Wer denkt hierbei nicht an Vlad den Pfähler, allgemein bekannt als Dracula, den man ja nur töten konnte, wenn man ihm einen Holzpfahl durch das Herz stieß? Dieser Gedanke kommt mir sogleich beim Lesen dieses Zitats aus der Allgemeinen Rundschau vom 5. Juli 1930.
1930. Und dann kommen wir jetzt in das nächste, vierte Kapitel, das den Titel trägt: Induziertes Irrsein. Über 1000 Jahre wirkt die suggestive Beeinflussung durch Wort und Schrift, Unterricht, Predigt und Beichtstuhl, durch äußere Machtentfaltung auf der einen, durch Ketzerverfolgung und Scheiterhaufen auf der anderen Seite. Ist es da verwunderlich, wenn mit so ungeheuren und ungeheuerlichen Mitteln eine religiöse Gemeinschaft seelisch derartig beeinflusst wurde, dass sie endlich innerlich überzeugt war von der Macht und Würde des Priestertums und seiner Spitze des Papsttums? Für die deutschen Katholiken sind da noch von besonderer Bedeutung die Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands, kurz die Deutschen Katholikentage genannt. Die gibt es ja heute im 21. Jahrhundert immer noch. Von 1848 bis 1932 fanden diese Deutschen Katholikentage mit kurzen Unterbrechungen, also Weltkrieg der Erste und teilweise Nachkriegszeit, jährlich statt und galten allgemein als Herbstparaden, die das Zentrum an abnahmen. In Essen tagte 1932 die letzte dieser großen Heerschauen des römischen Katholizismus auf reichsdeutschem Boden. Der nächste, und das steht hier in Anführungszeichen, allgemeine deutsche Katholikentag, fand 1933 schon nicht mehr in Deutschland, sondern in Wien statt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass wir jetzt einen Führer aus Österreich haben und keinen Deutschen mehr, nicht wahr? Also, damit scheint die Zeit der deutschen Katholikentage vorbei zu sein. Die nächste römisch-katholische Heerschau 1935 in Prag nannte sich Erster Gesamtstaatlicher Katholikentag. Wir Deutschen haben keine Veranlassung, den Herbstparaden des Zentrums nachzutrauern. Wir rufen ihnen in ihrer Kirchensprache ein aufrichtig gemeintes Requiescat en pace nach. Sie mögen in Frieden ruhen. Frieden ruhen. In Deutschland haben sie 84 Jahre eines Jahrhunderts dem Frieden der Volksgemeinschaft nicht gedient. Die 70 Bände der Katholiken-Tagesprotokolle bilden eine reiche Fundgrube von römisch-katholischem Gedankengut und für die Erforschung des induzierten Irrseins. Priester und Laien hielten begeisternde Ansprachen vor stets vieltausendköpfiger Menge, die ebenso begeistert mit tosendem Beifall antwortete. Eine ganz kleine und bescheidene Auslese soll uns die Stellungnahme der Katholikentage zum Priester, besonders zum Papsttum, zeigen. Die in Klammern beigefügten Zahlen geben die Jahreszahlen der Versammlungen an. Also die werde ich dann kurz erwähnen. Dem romhörigen Katholiken ist Kirche zugleich Staat, Gottesstaat, demgegenüber seiner Heimat minderen Rechtes. Zitat: Jede Staatsgewalt hat ihre Schranken am göttlichen Recht, am Recht der überstaatlichen Kirche. Ende Zitat, 1927. Nicht einmal gleichgeachtet darf Deutschland dem irdischen Herrschaftsgebiet des Priesters werden, denn die, Zitat, päpstliche Souveränität ist die höchste auf Erden. Es wäre nicht richtig, wollte man die Souveränität des Staates einfach neben die Autorität der Kirche stellen. Ende Zitat von 1928. Daher gibt es für den treuen Katholiken in Wahrheit auch nur ein einziges Staatsoberhaupt. Zitat: Der Papst ist der einzige Souverän, wahrhaft von Gottes Gnaden. Ende Zitat 1921. Zitat: Der den Himmel bevölkert, aus 1907. Zitat: Der Papst empfängt bei seiner Krönung die dreifache Krone, als Vater der Fürsten und Könige, als Leiter des Erdreichs, als Stellvertreter unseres Herrn Jesu Christi auf Erden. Ende Zitat von 1887. Zitat: In Rom treten uns viele Wunder entgegen. Wunder der Natur, Wunder der Kunst, Wunder der Gnade.
Das größte aber von allen diesen Wundern ist der Papst. Wenn wir zum Papst treten, so haben wir das Bewusstsein, dass wir nicht vor einem gewöhnlichen Menschen knien, sondern vor dem Stellvertreter Jesu Christi. Da wird es uns klar, dass vom Papste aus, vom Papsttum aus, die Lösung aller jetzt schwebenden Fragen, nicht nur der rein kirchlichen, sondern auch der politischen und sozialen Fragen, erfolgen muss. Ende Zitat 1886. Das nächste Zitat von 1907. Der Papst ist der höchste Inhaber göttlicher Autorität auf Erden. Von 1869. Er ist der Felsen, an dem sich die Gegner die Schädel einstoßen. Daher, Ende Zitat jetzt, daher muss, da Irrtum ja ausgeschlossen ist, seine Anordnung ohne jegliches Deuteln befolgt werden. Dies hat Nuntius Pacelli 1927 noch einmal kurz eingeprägt, indem er sagte, Zitat: Die Kirche muss ihnen ein unbedingtes sein. Sie darf ihnen nun und nimmer zum Problem werden. Ende Zitat. Hingerissen von der Begeisterung der Stunde schwört dann die Menge den vorgesprochenen Gelöbnisse. Zitat: Gehorsam gegen unseren heiligen Vater, den Papst, ohne den geringsten Vorbehalt und die geringste Nuance. Ende Zitat 1911. Was sagt die Bibel über jemanden Vater zu nennen? Nennt niemanden auf dieser Erde euren Vater, weil einer ist euer Vater, der ist im Himmel? Hä? Wem soll man Gehorsam leisten? Wie hat Marius das immer so schön in diesem Papier in diesem Bild, mit dem ich ihn immer zeige, wenn er spricht in den modernen Kriegen, das Zitat aus dem Buch der Apostelgeschichte: Es ist besser, Gott zu gehorchen als den Menschen. Gehorsam gegen unseren heiligen Vater, den Papst, ohne den geringsten Vorbehalt und die geringste Nuance. Jeder, der ein klein wenig die Bibel kennt und dann einen solchen Satz liest, muss sich doch mal wirklich fragen, ist die römisch-katholische Kirche wirklich christlich? Mit solchen Aussagen? Ich denke nicht, ja? Messt es doch einfach an der Bibel, ist doch nicht so schwer. Aus 1912 kommt das folgende Zitat, das sagt: Unbedingte Befolgung seiner Anordnung, wenn in irgendeiner Frage Meinungsverschiedenheiten entstehen. Also, welche Meinungsverschiedenheiten auch immer entstehen, den Anordnungen des Papstes ist unbedingt Folge zu leisten. Das Zitat war von 1912. Das nächste Zitat kommt von 1911 und sagt, Moment, und sagt: Alle Verhältnisse des menschlichen Lebens wollen wir mit dem Geist der Schrift der christlichen Weltanschauung durchdringen. Den leidenden Mitmenschen soll unsere schaffende Liebe gelten. In den Angriffen auf Papst und Papsttum wollen wir uns fest um den einen Mann in Rom scharen, ihm treu bis in den Tod. Ende Zitat. Ein nächstes Zitat lautet, und das kommt von 1912: Wenn in irgendeiner Frage Meinungsverschiedenheiten entstehen, dann folgen wir unbedingt den Anordnungen des Heiligen Vaters und den Weisungen unserer Bischöfe. Sind wir aber einmal von dem rechten Wege abgekommen, dann schwenken wir auf den Ruf unserer Bischöfe ein, wie eine Kompanie Soldaten auf dem Exerzierplatz. Ein Zitat aus 1890 sagt: Ich meine, wenn es ein Ding gibt, das zeitgemäß ist, so ist es gerade das, was man den, zwischen Anführungszeichen, toten Gehorsam, den, zwischen Anführungszeichen, Jesuiten Gehorsam nennt. Und das kommt aus 1890. Also wir sind hier immer noch, nicht vergessen, mit Zitaten aus den Jahresversammlungen der Katholiken beschäftigt. Das sind alles originale katholische Zitate. Ja? Nicht vergessen, das ist nicht ein
bigotter Antikatholik Jörg Lissmann, der das hier erzählt, das sind Zitate, die aus diesen Katholikentagen von den verschiedenen Jahren kommen, wobei das Jahr immer angeführt ist. Und ich vertraue hier dem Autoren, weil frühere Nachforschungen ja bereits ergeben haben. Ihr erinnert euch, wir haben das Enzyklikal aufgemacht, heute im Internet, wo ich ja gesagt habe, ich mache den Link damit zu. Ich vertraue hier dem Autoren, dass seine Nachforschungen gut sind. Ich hätte jetzt auch keine große Lust, da irre große Nachforschungen anzustellen, um zu sehen, ob ich irgendwo diese ganzen Zitate aus den Katholikentagen kriegen kann. Aber die sind wahrscheinlich irgendwie zu bekommen. Aber mir reicht, dass er sie hier aufführt, weil er hat vorher bewiesen, dass er ehrliche Zitate bringt. Ja? Und das mit dem toten Gehorsam, perende ac cadaver, ne, den Jesuitengehorsam, Gehorsam wie eine Leiche, fungieren wie eine Leiche. Ein Jesuit ist wie der Stock in der Hand desjenigen, der ihn schwenkt. Und ein Stock hat keinen eigenen Willen, keine eigenen Taten. Macht also nur oder führt nur das aus, was mit ihm gemacht wird. Das ist eben Kadavergehorsam. Das ist genau das, was hier gemeint ist. Toter Gehorsam, Kadavergehorsam. Angesichts eines solch kindlichen Gehorsams, weil was anderes kann man das ja nicht nennen, das ist doch kindisch. Ein Kind hat vielleicht hier und da noch kein eigenes Gewissen, sondern ist seinem Vater, und in diesem Fall meine ich jetzt mal den biologischen Vater und seiner Mutter, mehr oder weniger hörig, glaubt alles, was die sagen. Ja? Und deswegen ist es ein kindischer Gehorsam, dieser Kadavergehorsam. Aber sobald ich erstmal eine gewisse Ausbildung erfahren habe, am liebsten durch die Bibel, aber selbst wenn nicht durch die Bibel, selbst in dieser Welt, dann beginne ich mein eigenes Gewissen zu entwickeln und da bin ich nicht mehr wie eine Leiche zu handhaben. Ja? Also, angesichts eines solch kindlichen Gehorsams konnte 1912, nachdem das Zitat gerade eben ja von 1890 kam, der Wortführer der österreichischen Katholiken, Graf Resiguier, seine Anerkennung spenden. Zitat. Es ist ein Erfolg dieses Katholikentages, dass Sie in so ostentativer Weise erklärt haben, dass der Heilige Vater Ihr erstes und oberstes Ziel immer sein und bleiben wird. Ende Zitat. 1912. 2 Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist man eben dem Papst hörig. Es wird andererseits als eines der bedauernswertesten Vorurteile der Ungläubigen bezeichnet, dass man im Papst und in den Bischöfen nur Menschen erblickt, weil man vergisst, dass sie von Christus höhere Gewalt und Erleuchtung bekommen haben. Ein Zitat aus 1863. Daher wird immer wieder der Gehorsam dem Heiligen Vater gegenüber der Menschheit geradezu eingehämmert, eingetrichtert, damit sie ihn nur ja nicht vergisst und sich von den Ungläubigen verführen lässt. Und ihre Parole lautet: Rom ist uns noch mehr als das Herz. Es ist das übernatürliche Zentrum unseres Lebens. Aus 1875. Ja, manchmal hängt mein PDF hier ein wenig. Ich wollte gucken, was. Da ist eine Fußnote angegeben, aber die ist hier nicht auf der Seite. Der Autor fährt fort und sagt: Bei solchen und ähnlichen Bekenntnissen, ne, also Rom ist uns noch mehr als das Herz, es ist das übernatürliche Zentrum unseres Lebens, für Katholiken wohl zu verstehen, bei solchen und ähnlichen Bekenntnissen muss man unwillkürlich fragen, ob diesen Kreisen bewusst wird, dass sie eigentlich nach ihrer Glaubensauffassung Blasphemie, das heißt Gotteslästerung, betreiben. Sie würden eine derartige Behauptung in subjektiver Ehrlichkeit und Entrüstung zurückweisen, denn sie wissen ja nicht, was sie tun. Sie sind so befangen gemacht worden, dass ihnen kaum einmal rein menschlich das Abstoßende ihres Byzantinismus zu Bewusstsein kommt. Sie schlucken einfach alles, wenn es ihnen nur schmackhaft irgendwie als Seelennahrung gereicht wird. Unbesehen nahm man 1870 den Satz der römischen Zeitung Civita Catholica hin, Zitat: Wenn der Papst denkt, so ist es Gott, der in ihm denkt. Ende Zitat. Das, meine Lieben, ist ein
wunderbares, gutes Zitat, das so wahr ist auf Jesus Christus bezogen, aber eben nicht auf den Papst. Jesus Christus, der Mensch, wurde in seinem Denken gelenkt von Gott. Wir erinnern uns an, was im Deuteronomium steht. Hoffe ich doch, dass ihr das wisst. Deuteronomium, ich mache mal eben die Schlachterbibel auf, während ich hier den Kommentar gebe. Deuteronomium, Kapitel 18, und da ist es in Vers 18. Ja? Und da heißt es: Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, also Mose hier angesprochen, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. So, das macht sich hier die römisch-katholische Kirche zunutze, indem sie behauptet, sie ist der Stellvertreter Christi hier auf Erden. Wenn der Papst denkt, so ist es Gott, der in ihm denkt. Was glaubt ihr denn, wo die den Gedanken her haben? Unter anderem aus der falschen Bibelauslegung, hier in diesem Fall Deuteronomium Kapitel 18, Vers 18. Kritiklos las man das Wort des Wiener Theologieprofessors Komach. Zitat: Der Papst wird mit Recht das menschliche und belebte vornehme Instrument des menschgewordenen Logos, des Worts und der Gottheit, der andere Christus, genannt. Ende Zitat. Und in diesem Zitat ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass die römisch-katholische Kirche der Verursacher ist oder die Verursacherin, je nachdem, wie man das jetzt sehen will, der Trinität, der Gottmachung Jesus Christus. Eine Auslegung von Johannes Kapitel 1, Vers 1, was da nicht drin steht. Ja, in Kapitel 1, Vers 1 von Johannes steht: Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. In Vers 14 steht: Und das Wort wurde Fleisch und hat unter uns geweilt. Das macht aber Jesus Christus nicht zum Gott. Nun, auf diese Diskussion komme ich in einer anderen Lesung. Nur diejenigen, die es nicht verstehen, die sollten sich dann ganz dringend die Lesung, die Studie von mir anschauen und die Bücher darin lesen, die ich darin lese. Der Papst wird mit Recht das Menschliche. Welches Recht? Der Papst wird mit Recht das menschliche und belebte vornehme Instrument des menschgewordenen Logos und der Gottheit, der andere Christus, genannt. Mit welchem Recht? Nicht auf Basis der Wahrheit der Bibel. Ein selbstgemachtes Recht, ein vom Teufel gegebenes Recht, weil der Teufel gibt ihm, dem Menschen des Verderbens, dem Mann der Sünde, dem Antichristen, seine Macht, seinen Platz und seine Autorität, seinen Thron und seine Autorität, wie es in Offenbarung 13 heißt. Ja? Von dem kommt das Recht, von dem kommt die Autorität. Der Papst wird mit Recht das menschliche belebte vornehme Instrument des menschgewordenen Logos und der Gottheit der andere Christus genannt. Nein, nur wenn man die Wahrheit verdreht. Also, diesem Wiener Theologieprofessor kann ich nur sagen, du hast alles studiert, außer die wahren, echten, rechten Worte der Bibel. Dann kann man damit einverstanden sein, was er sagt. Aber sobald man die Bibel dagegen hält, muss man sagen: Von du bist indiziert irre. So, wie das Hauptstück, das Kapitel hier ja auch lautet. Es sind durchaus nicht nur Priester, fährt der Autor fort, die sich in derart verstiegenen Anhimmelungen ihrer Kaste ergehen, sondern leider vielfach Laien, die eben schon rettungslos induziert irre sind. Vom Leibarzt des Antichristen Boniface des VIII., Arnald von Villanova, der den Papst, Zitat, Gott der Götter in der streitenden Kirche, Ende Zitat, nannte, bis zum Redakteur einer katholischen Zeitung unserer Tage, wahrscheinlich zivilter Katholiker, zieht sich eine gerade, ununterbrochene Linie. Als Antichrist Papst Pius X. am 9. August 1910 den Tag der siebenten Wiederkehr seiner
Papstkrönung feierte, widmete ihm der Osservatore Romano, der römische Beobachter, einen Artikel, dem wir einige charakteristische Sätze entnehmen. Und auch wenn wir jetzt noch die Stunde nicht erreicht haben, möchte ich mit dem Donnerhall, der hier jetzt demnächst vorgelesen wird, was Pius X. am 9. August zu sagen hatte, ja, aus dem Osservatore Romano, diesen Artikel, das spare ich uns für nächstes Mal auf zum Lesen. Weil wir müssen ja auch etwas haben, auf das wir uns freuen, wenn eine Lesung vorbei ist und die nächste angekündigt wird. Und das, meine lieben Brüder und Schwestern, kann ich euch garantieren. Das wird ein Genuss sein, sich diese Worte auf der Zunge zergehen zu lassen. Ne? Und wir werden da auch nochmal eingehen, weil ich habe ja einige Dinge in dem wirklichen Buch angestrichen. Das wird sehr interessant und da muss man frisch sein für eine Lesung. Und da wir inzwischen 55 Minuten drin sind in dieser Lesung, seid ihr nicht mehr ganz so frisch mit eurer Aufnahmefähigkeit, was zu begreifen ist. Das war ja auch eine ganze enge Ecke, was ich vorgelesen habe. Und wir werden das nächstes Mal besprechen. Das, was der römische Beobachter in einem Artikel über die charakteristischen Sätze hier sagt, was Pius X. sagt. Welche charakteristischen Sätze das sind. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Studiert eure Bibel, dass ihr begreift, wie ihr auch sonst, wie die Katholiken, induziert irre gemacht werdet in dieser Welt. Durch diese Falschlehre des Teufels. Der Satan, der ihm seinen Sitz, seine Autorität gegeben hat. Offenbarung 13, Vers 5. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Shalom. Maranatha.